Warum ich heute nur noch Fächer-Facelifts mache, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Facharzt für plastische Chirurgie und Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Es gibt viele verschiedene Arten von Facelifts, angefangen von einem einfachen S-Lift, wo nur die Haut gehoben wird, bis zu einem superiostalen Lift, das sehr, sehr tief geht, wo aber der Nachteil darin besteht, dass man sehr lange geschwollen ist. Und ich habe im Laufe meiner insgesamt 30-jährigen Tätigkeit das Fächer-Facelift entwickelt, weil es aus meiner Sicht viele Vorteile von verschiedenen Techniken kombiniert und ich mit dem Fächer-Facelift 5 Vorteile habe. Einerseits das natürliche Aussehen, die Kinnlinie, die Halskontur, ein dauerhaftes Ergebnis und meine Patienten profitieren sehr stark von ihrem Selbstbildnis und von ihrem Selbstwertgefühl. Beginnen wir mit dem natürlichen Aussehen. Im Alter sinken einzelne Gesichtspartien ab, werden erschlafft, insbesondere auch beim Hals. Man fühlt sich dann auch in seiner Haut nicht mehr so wohl. Ich hatte eine Patientin, die erzählt hat, sie hat alle Spiegel in ihrem Haus entfernt und nach einem Fächer-Facelift, ein Dreivierteljahr danach, habe ich sie gefragt, ja, wie ist es jetzt mit ihren Spiegeln? Und sie hat gesagt, ich habe mir einen Spiegelschrank im Schlafzimmer montieren lassen. Das zeigt, wie sehr sie von ihrem Selbstbild her profitiert hat. Das natürliche Aussehen ist extrem wichtig, weil alle meine Patienten wieder in ihre gewohnte Umgebung kommen. Ihre Verwandten oder Bekannten sagen dann, du schaust erholt aus, aber man erkennt das Facelift nicht. Wichtig ist dabei, eine schöne Kinnlinie zu erreichen, dass das Gesicht wieder definiert wird. Durch das Alter sinkt die Hautstruktur in der Wange mehr ab und es verliert sich auch ein Kinn-Wangen-Übergang. Damit, mit dem Fächer-Facelift, kann ich durch diese Nähte das heben und diese Nähte haben einen Vektor, der schräg nach oben geht und viele Strukturen im Gesicht nach oben heben. Der Schnitt wäre hier entlang, ums Ohr herum, dass man nicht sieht und hinterbei wieder in die Haare hinein. Der Faden läuft hier entlang und strafft damit die Unterhaut, bringt praktisch das Gewebe nach oben und dazu wird dann die Haut noch darüber gelegt, aber ohne große Spannung. Die Haut hat keine Spannung, die Unterhaut wird gestrafft. Das ist der Vorderrand des Platysma-Muskels, der ist für diese senkrechten Halsfalten verantwortlich. Wenn ich das beim Halslift straffe, dann fahre ich mit einem Faden hier innen links und rechts durch, damit dieser Muskelrand vorne gestrafft ist. Und zusätzlich wird die Haut nach hinten gezogen. Also diese zwei senkrechten Falten sieht man nachher nicht mehr. Die Halskontur ist ein wichtiger Punkt. Manche Patienten, die auch sehr bekannt sind, haben ein sehr straffes Gesicht, aber der Hals wirkt alt. Wichtig ist es dabei, dass der Übergang sehr gut konturiert wird und dass man den Hals nicht vergisst, sondern dass man den im Zuge des Fächer-Facelifts auch mitstraffen kann. Unser Angebot, wenn Sie mehr vom Fächer-Facelift wissen wollen, kommen Sie in unsere Praxis, schauen Sie auf unsere Homepage, die Schönschriften, sind sehr viele Vorher-Nachher-Beispiele drinnen und schreiben Sie uns einen Kommentar hier unten beim Video. Wichtig bei meinem Fächer-Facelift ist ein dauerhaftes Ergebnis. Die Haut, die ich entfernt habe, wird nicht mehr nachwachsen. Die Hautstruktur, die wir gehoben haben, die wächst zusammen und bleibt erhalten. Meine Demonstrationspatientin hatte das Fächer-Facelift vor 16 Jahren und man kann nicht sagen, dass das Ergebnis schlechter aussieht als vor diesem Zeitpunkt. Natürlich ist es so, dass nicht jeder Mensch gleich aussieht, er soll es auch nicht. Es soll auch die Individualität erhalten bleiben. Es werden auch nicht alle Falten damit entfernt. Aber das Selbstbildnis ist wichtig. Jeder Mensch schaut sich bis ans Lebensende jeden Tag in den Spiegel und mit dem Fächer-Facelift
bei dem 80% meiner Patienten mit einem Facelift im Leben zufrieden sind, weil die Dauerhaftigkeit gegeben ist, fühlen sich dann sehr wohl, sind auch in ihrem Alter oft die aktivsten. Sie schauen auf sich, indem sie aufpassen, was die Ernährung betrifft, nicht rauchen, Sport betreiben, auch ins hohe Alter heutzutage, und das Gesicht passt dann zum aktiven Äußeren. Die einzelnen Facelift-Techniken haben teilweise große Unterschiede. Es gibt Facelifts, die als solche genannt sind, die aber keine wirklichen Facelifts aus meiner Sicht sind. Dazu gehört das Fadenlift, das eigentlich kein Facelift beinhaltet, weil dabei die Haut nicht gestrafft wird und nicht gehoben wird. Es gibt ein S-Lift, wo nur die Haut hier etwas unterminiert wird. Da sehe ich, dass es nicht sehr lange hält, genauso wie beim Fadenlift, wo die Haltbarkeit sehr, sehr gering ist. Dann gibt es das normale Smith-Lift. Da wird nur das Mittelgesicht hier gehoben, in dem Bereich, aber es geht nicht bis an die Nasenlippenfalte. Das heißt, diese Kinnkontur, die muss ich dann noch zusätzlich heben. In 3 Wochen operiere ich einen Mann, der hatte ein normales Facelift, ist aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und ich muss da noch einmal eingehen, und mit dem Fächer-Facelift werde ich dann diese Kinnkontur so heben können, dass es ihm auch gefällt. Dazu gibt es dann auch noch die Extremformen des superiostalen Facelifts oder auch des Stirnlifts, wo ein Schnitt hier oben bei der Stirne gemacht wird und die Haut massiv nach oben gezogen wird. Die haben die Nachteile der langen Schwellung, und die Patienten schauen doch fremd aus, sich selbst oft fremd und den anderen auch fremd. Das ist etwas, was aus meiner Sicht jetzt nicht das Ziel eines Facelifts sein sollte, sondern das Ziel eines Facelifts und des Fächer-Facelifts ist dafür perfekt geeignet ist, dass ich frisch ausschaue, dass ich mich selber wohlfühle, dass ich mich in der Früh in den Spiegel schauen kann und mir gefällt die Person, die mir entgegenlächelt. Beim normalen Facelift wird dieser Bereich gehoben, bei meinem Fächer-Facelift wird die gesamte Kinnkontur, Halskontur, Mittelgesichtskontur gemeinsam gehoben. Vielen Dank, dass Sie das Video zu meinem Fächer-Facelift gesehen haben. Bitte um Ihre Bewertungen, Daumen nach oben oder unten. Abonnieren Sie unseren Videokanal oder kommen Sie in meine Praxis. Liebe Grüße aus Salzburg. Auf Wiedersehen.